Ich lese nochmal die Aufgabe, weil ich habe neu jetzt das Video aufgenommen. Können Sie das vorlesen und ein bisschen erklären, danke? Okay, also ein Sprachkompensator wird gestern entwickelt, wobei die Tilichtigungskonstante 2,3 gleich ist, gleich 2,3 ist, geführt, gleich Abbildung 7.12. Stellen Sie sich Kapazität C des Kompensators auf Funktion. Als Funktion, der Füllhöhe H in einem Paar C zu haben. Plattenfläche A gleich 1 Meter quadratisch, 1 Meter quadratisch, Plattenabstand D gleich 0,04 Meter. Also, durchdenken. Genau, in dem leeren Platz, neben dem Diagramm, können Sie erstmal möchte ich, ja, es ist schon hier gezeichnet. Genau. Das ist vielleicht mit Nummer 1, das ist Nummer 2. Und zum Beispiel, ich möchte nicht eigentlich das kurze nehmen oder einen bestimmten Wert nehmen, sondern es ist nur A und es ist 1 minus A. Warum 1 minus h? Weil hier haben wir bekommen, oder die Information erhalten, dass Plattenfläche gleich 1 Meter Quadrat, oder es ist ein Quadrat, nämlich gleiche Seite, und dann, naja, 1 minus h. Yeah. Und das ist h. Okay, also, der Prinzip von dieser halb gefüllte oder ja, nicht voll gefüllte Kondensator ist nämlich, dass es besteht aus zwei Kondensatoren, die parallel geschaltet sind. Also, ja, also das ist so. Erstmal müssen wir erkennen, dieses Prinzip, das ist wichtig. Und dann, um eine Funktion zu bestimmen, brauchen wir die Ersatzkapazität oder Gesamtkapazität zu bestimmen. Nämlich C gesamt vielleicht gleich C1 plus C2. Diese hier ist von dem Prinzip des Parallelschalters. Nämlich, okay, also erstmal ist es Epsilon 0, weil es ist hier in diesem Teil, das ist nämlich mit Luft oder nur mit Luft aufgefüllt. Es ist Epsilon 0, weil Epsilon von Luft, das ist in diesem Fall, ich denke, vermessbar, es ist so klein oder fast 1, so das ist ja die Schlange nicht hier. Und das ist 1 minus A, Entschuldigung. Das ist 1 Meter Quadrat, und natürlich 1 minus A. Dann plus Epsilon 0 mal Epsilon L, oder Epsilon, ja, Epsilon R mal 1 Meter Quadrat, und natürlich A. Ja, was kann man tun? Ich lösche eigentlich lösche ich nicht nur vereinfachen. Moment, Entschuldigung. Haben Sie einen kleinen Fehler gemacht? Entschuldigung. Probieren Sie noch was. Entschuldigung. Hier haben Sie nochmal 1 minus h. Was ist das? Da, weil es wird Luft gefüllt, richtig? Luft gefüllte Raum oder Luft gefüllt. Und die h
der rechten Seite ist die Höhe von dem, die er reklamiert. Also, naja, ich habe gesagt, gleich Epsilon 0, ich klammere, ich abklammere der Epsilon 0 aus. Naja, hier bekommen wir schon eine Funktion. Und kann man sehen, das ist eine lineare Funktion, nämlich eine chlorale Gerade. So in einer Gerade. Das kann man vielleicht ein bisschen besser machen, indem man in einer allgemeinen Form mx plus c. Also, verstehen Sie? Ja. Ich will jetzt kurz mit Ihnen diskutieren, was meine ich damit mit y ist gleich mx plus c, meine Damen und Herren. Nämlich, y ist hier die Kapazität und x ist hier die h. Stimmt's? Und m ist eine Konstante m und c ist dieser y-Achsenabschnitt bzw. x-Achsenabschnitt in diesem Fall. Erweitern Sie, sodass Sie so nah wie möglich in der Form von y mx plus c haben. Mx plus c ist die gewünschte Form. Können Sie auch vielleicht mitmachen? Während Sie auf Nikos warten, können Sie das, damit das Platz frei für andere, dann muss ich doch hier wegholen. Können Sie hier dann schauen, was mir geht? Währenddessen können Sie kopieren, auch Sie haben vielleicht können Sie kopieren und dann versuchen, mx plus c lineare Funktion zu bekommen. Ja. Gleich Epsilon 0 durch 0,4 ich.
hinein und dann plus Epsilon 0 mal 0,04 mal 1 minus 1 plus Epsilon R mal H. Ja. Also das ist genau Upsilon gleich M ist plus C. Ja, hier M ist nämlich diese Epsilon 0, 0,04 mal minus 1 plus Epsilon R. Und das ist C0 vielleicht, ja, oder ja, MX. Und das ist die X. Stopp. Haben Sie eine Frage? Haben Sie eine Frage, liebe Leute? Das ist jetzt eine Linearisierung von Gesamtkapazität. Linearisierung von Gesamtkapazität. Und jetzt zeichnen Sie vielleicht qualitativ. Ich zeichne hier, das ist C-Sum. Aha, Angelico hat die Achsen vertauscht, bitte nicht verwirren, das ist total okay. C gesagt ist nicht mehr die X-Achse. Und Y-Achse ist nicht mehr die H. Also, H fangen wir an mit 0. 0 zum Beispiel. Wenn A 0, C zusammen ist Epsilon 0, Epsilon. Dann bin ich 0,04. Für H 0, C zusammen. Müssen erstmal wegmachen, weil sie haben auch einen Quadratmeter weggelassen und ignoriert. Oh, yeah. Deshalb von Einheiten erstmal arbeiten. 0,04 in Nähler, dann hat man 2,21 sind auf minus 10. Das ist Fahrrad. Genau. Im Pico-Fahrrad, das wäre 221. Pico-Fahrrad. Okay, dann fragen Sie ungefähr, wo liegt das? Ungefähr. Im Moment. Das ist ungefähr so. So hier. Und dann C gleich 1. C ist dann. Für H gleich 1. Also tatsächlich, ich denke, das ist die Funktion, wo ich natürlich ein H steht. Also H mal, das ist Moment. Nur hier ist das Stelle als 1 und dann einfach so. Du kannst sogar gerecht mit einer Linie zeichnen, weil er weiß, dass es eine lineare Funktion ist. Dann braucht man nicht mehr die mit gestrichelter Linie, man kann mit dicker Linie zeichnen. Vielleicht. Okay, das sieht so aus. Aber woher wissen Sie, dass S positive Steigung ist? Nämlich von Epsilon R. Epsilon R ist 2,3
Das heißt, 2,3 minus 1 ist immer noch positiv. Bei H, neben dem H. Haben Sie verstanden? Kurve Diskussion ist das nicht? Yes. Eigentlich ja, das ist auch Kurve Diskussion. Und wir wollen uns bedanken bei anderen.